Can I help you? So, ich bin fertig. What? You've killed the vampires? What? What? All of them? Ja. Let me see your neck. Keine Sorge. You look safe. But did you find Styx or Darius? Ja. Aber, ja, die wurden dezent ausgeblutet. Show some respect for God's sakes. Those were two of my best. Tot. But at least they died human. Anyways, thanks. You have done far more than I expected. Der Gebissene verwandelt sich? Was? Echt? Wo? Wann? Jetzt gerade? He'll be fine. We'll get him to the nearest chapel tonight. Now, I believe I owe you a favor, sir. Bitte grabt diesen Tunnel für mich. Immer noch. All right. I suppose we owe you that much, at least. After we heal up, I'll get the men working on it. Check back in a week or so. It'll take us that long, at least. Eine Woche? Better yet, I'll send word to the Archaeology Guild when it's complete, all right? Fuck! Okay. God's bless. God's bless. Ja, wenn ich zurückkomme, habt ihr bestimmt den einen Typen nicht zu irgendeinem Kloster gebracht und hat dann einfach alle abgeschlachtet hier drin. So. Nee. Ich sollte zurückkehren und Tiefs Fortschritt bei dem Experiment beobachten. Stimmt, ja. Nice. Ich wollte schon gerade eben anfangen zu sagen, so, oh, wie lame. Jetzt muss ich wieder mit Tee eine ganze Woche tatsächlich warten. Nein, stimmt. Wir hatten ja dieses eine besondere, bläulich leuchtende Objekt tief gebracht letztens. Und wir hatten noch gar nicht herausgefunden, was das genau hätte sein können. Und ich würde sagen, das wollen wir jetzt natürlich direkt mal tun. Bin ich sehr neugierig darauf. Das heißt, kein langweiliges Warten, sondern direkt an der anderen Baustelle weitermachen. Bin mal gespannt, was wir erfahren werden. Ob er uns vielleicht dadurch einen Hinweis geben kann auf einen weiteren Spire oder einen anderen besonderen Ort, wer weiß. Und bis wir dann mit der anderen Reihe von Tief fertig sind, wird dann auch der Tunnel fertig gegraben sein. Das wäre cool. Wenn das alles ineinander greift. So, Tief, ich bin da. What is it? Nein. Ja, so, hallo. Ah, I'm glad you've got me. I had just about given up waiting for you. And was setting off to catch up with Reither. He's already at the spire. Looks like you were able to convince those miners, huh? Great. Then that's that. But listen. The reason I stayed behind was to tell you the results of the experiment. I thought you'd want to know. Natürlich! Gib mir erst die Belohnung. Take this key to display case J. I've got to run. Okay, J. Aber das Experiment, was war das Ergebnis? I completed it. A bit hastily, but it'll do. For now. That dissolving agent ate away virtually all of the outer matrix to reveal a brilliant shard. The inscribed glyph I was telling you about is now clearly visible. Here, I transcribed it for you on this parchment. This glyph is peculiar. I've never seen anything like it. I'm already late, so here's what I need you to do. Take this parchment to Domitian Verus and see if he can identify this glyph. Try to make sense of it by the time I get back. I'll hang on to the shard for now. I can clean it up some more. Okay. Zu Verus, glyphenbeschriftetes Pergament. Zeig mal her. Ich möchte es erstmal mit meinem geschulten Auge selbst untersuchen, ist ja klar. Aha, ja, ich sehe, sehr gut. Das ist die Befruchtung einer Eizelle aus drei Richtungen gleichzeitig. Ich kann das, das ist Fruchtbarkeitssymbol für Perverse. From the Black Marsh. The Black Marsh.
So, Jay, ich will gucken, was ist meine Belohnung? Schaukasten J. Dit war A. Dit kann ich nicht aufmachen. Sind die auch alle hier in diesem Raum, die ich aufmachen kann? Das ist H, eine Feder. So eine Feder, das ist schon mal Feines. Weiß nicht, was ist das hier? Verdichtetes Lager. Ohne Erfolg zieht er einem hervorstehenden Pfeil, ersteckt in diesem kompakten Material. Oh, shit. Vielleicht finden wir da auch irgendwas. Geschuppte Drachenvase, auch sehr cool, aber nicht das, nach was ich suche. Behälter C, Behälter E, Behälter F. J. Nice. Oh, was ist das? Altertümliche Münze. Cool. Lassen wir aber drin. Ist 450 Münzen wert, gar nicht mal so schlecht. Aber ich suche Verus. Lass mal überlegen, wo waren nochmal Verus? Sind wir dem schon mal begegnet? Habe ich mit dem gesprochen? Sollten wir mit ihm schon gesprochen haben? Das ist Norlen, wo die nette, liebe Dunkelelfin ist. Ich glaube, der war entweder in den Schlafquartier... Ah, Verus-Unterkunft, genau. Schlafquartieren oder da. Auf jeden Fall auf der Seite, wo auch... Ach, das war der Russe oder was? It is good to see. Na, guck mal, ich habe vergessen, dass das der Verus ist. Verus? Enforcer, I'm glad you're here. I just opened this keg of mead. I brewed it myself. Here, take a tankard. Well, don't drink it yet. We need a toast. Let's see. You know, looking at you reminds me of a story for just such an occasion. Um Himmels Willen, seid ihr betrunken? Also wenn du das erst jetzt bemerkst, lass hören, was ist los? Good, good. It goes like this. Once there was a man, but he was always depressed. One day a fellow asked him, "Sir, why this displeasure with life?" The man replied, "I have the desire to buy a house, but not the means. I have the means to buy a horse, but not the desire." And so I toast you, Enforcer. May your means and desires always coincide. Cheers! Cheers! Ich meine, hier, schaut euch das an. Ich bin so ein Partypooper. What's that? Let me see it closer. Now this is intriguing. No, I've never seen anything like it. Although, stylistically, it's similar to these glyphs I've been studying from the Spire. Spire? Erzähle mehr davon. Ever since we found that spire ruin, I've been captivated by its luminescent glyphs. I started cataloging them. 23 glyphs I've cataloged so far, but their meaning still has me baffled. I'm no closer to deciphering them now than when I started. No thanks to Rathmer. Rathmer? Was ist mit ihm? Don't get me started on him. He runs a bookstore in Braville, Rathma's Books. He recently acquired a unique book. Its title is written in ancient Iliad, translating roughly as Runes of Cyrodiil. Oh, nützlich. He got me all excited about buying it, but then he say it's not for sale. At least not to me, or for such a low price. That shyster want top price, so he's going to auction it off to some wealthy collectors. That book contains transcripts of many long-lost runes and glyphs. It may even mention this glyph you show me here. Anyways, after pleading with Rathmer to sell me the book, the best I could do was convince him to sell me a copy. It's been a few weeks now, and I haven't heard from him. Tot. Simply put, this book is crucial to my research. It could unravel not only our current dead end, but many others before it. How about doing me a favor? Check up on Rathmer for me. See if he had the transcript completed. Here,
Take this cash. You'll need it. Rathmann's store is located in Braville. Alles klar, geh mal hin. Farewell. Eine mysteriöse Glyphe. Oh, ich bin echt mega neugierig. Ich weiß nicht warum, aber gerade solche Themen machen mich immer ultra hot. Hot, hot, hot. Oh, Thief ist tatsächlich unterwegs. Er ist nicht mal da. Okay. Ich bin wirklich neugierig herauszufinden, was zum Teufel damit abgeht, mit der Geligla-Glyphe. Was das auch bedeuten könnte. Und auf was die Schlussfolgerung daraus rauszuziehen sein wird. Ne? Führt es uns noch zu weiteren Spires? Ist das vielleicht ein Hinweis auf eine ganz andere Rasse? Meine Kinder hungern. Meine Kinder hungern. Tja, kann man wohl nichts machen, wa? Nimm dir eine Axt und geh ein paar Trolle töten. Vielleicht geht das dann besser. So habe ich auch angefangen. Und dann am Anfang wirst du noch dich von Trollfett ernähren. Keine gute Idee, by the way. Aber ansonsten... Bitte, nur eine Es geht immer weiter hinauf. Radmers Bücher, da ist es. Oh, Radmer, direkt hinter der Kapelle, total abgelegen. Ein zwielichtiger Laden. Hallo. Welcome, welcome. Welcome. Do you see anything you like? Nein! Ich bin im Auftrag von Verus hier. I see. Then you've come for the book. Ja. Oh, everybody is impatient. I'll tell you what I told the others. The transcript is not yet ready. Come back later. Ich will's aber jetzt! You're not the first to come by here. I have several interested buyers for this exquisite tome. And, well, quite frankly, Verus' offer doesn't even come close to top bid. Luckily for him, he's interested in the subject matter more than the book itself. So, he settled for a transcript. This, however, has made the collectors somewhat impatient, as they wanted me to auction it immediately. I'm starting to regret not having done so, as I'm being hounded by everyone. Tell Verus to be patient. I can't sell it to him until Miro completes the copy. Miro? Wo ist Miro? Wer ist das? Rhea Miro, that is. She's a professional scribe. I gave her the runes of Cyrodiil to transcribe. Now that you mention it, she did say it would only take a few days to complete the work. So nebenbei. If you truly want to speed things along, go see Miro in Leowyn. Ask her what's taking so long, then return to me. Okay, kann man machen. Was sind das für Sammler? Die haben bestimmt viel Kohle, ich möchte sie töten und looten. Details about my customers are strictly confidential. Oi! Needless to say, a book of this rarity attracts attention. Okay. Ich töte sie alle. Warte. What new? Ich habe das Interesse. Pasuf. Hast du zufällig das Buch bei dir irgendwo und verkaufst es so? Ne, so eBay-Style. Einmal von wie bei einer Auktion, ne? Verschiedene Leute bieten verschieden hoch dafür. Oder, was ich auch machen könnte, ist natürlich, ne? Sofortkaufpreis. Also alle bieten so bis auf 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 Gold und wenn du 15.000 ihm in die Hand drückst, dann ist er direkt zufrieden. Aber na gut, das ist eine andere Geschichte, weil ich habe nicht mehr so viel Geld. Allgemein, ich habe ja hier mit unseren Abenteuern... Mit dem ollen Schützen, da haben wir nie so wirklich alle möglichen Sachen eingesammelt, die ich auch hätte einsammeln können, um Geld zu machen. Weil man kommt wahnsinnig schnell an Geld, wenn man einfach immer so Daedra-Rüstungen und solche Sachen immer einsammelt, schön brav einsammeln. Oh, warte, ist das abgebrannte Haus, das von ihr? Deswegen hat sie wohl nicht die Übersetzung geliefert. Ups! Ja, einfach immer Daedra-Rüstungen einsammeln und brav verkaufen gehen, zumindest zum Teil. Oder nach jedem Oblivion-Tor-Ausflug oder auch danach Daedra-Rüstungen von Banditen mitnehmen, verscheuern und dann kommst du wahnsinnig schnell an viel Kohle. Are you looking for me? Eventuell, was ist hier los? Stop right there, citizen. You've entered a restricted area. Stop right there! Was ist hier passiert? It was the middle of the night when we first received reports of smoke coming from this direction. The guards were quickly mobilized, but by the time we arrived,
Miro's office was in full blaze. I am under strict orders not to let anyone in until a full investigation is concluded. Oh nein, mir ist kurz ein Geldbeutel auf den Boden gefallen. I understand your curiosity, but I'm under strict orders. I'm not supposed to, but all right, make it quick. Take care. Warum tue ich das? So, was ist hier los? Brennen, Hitze, brennen, lalala. Eine Steinmauer, wo ich mich bestimmt hochspringen. Doch nicht, alles klar. Dieses Häufchen in der Mitte sieht auffällig aus. Kann ich irgendwas davon looten? Nehmen? Einsacken? Muss ich vielleicht ins obere Stockwerk kommen? Ist da irgendein Hinweis? Ich weiß nicht mal, was ich mir gerade verspreche, hier zu finden, ne? Wozu ich mir überhaupt die ganzen Sachen angucke. Aber wie komme ich in das obere... Bin ich blind? Da liegt doch die Leiche. Ich meine, oh nein, eine Leiche. Aber wirklich... Wo ist der nächste Hinweis? Was ist dieser schwarze Fleck auf dem Teppich? Ah, Rea Miro. Ups! Miro ist... tot! Und ihr Büro ist ein Haufen rauchender Asche. Ein Unfall? Wer weiß. Die Runen von Cyrodiil sind ganz sicher ein ausreichender Grund für Brandstiftung. Ich sollte besser nach Hinweisen mich umsehen. Ja, das würde ich auch sagen. Hier noch nach Hinweisen? Oder? Lass mich ins obere Stockwerk, ohne Witz. Warte, hast du Hinweise? Hallo? Nein, nix. Okay. Take care. Also, es wird auf jeden Fall irgendjemand gewesen sein, der heiß war auf die Schrift. So viel ist klar. Aber, du kannst ja nie wissen... Kannst nie wissen, ob es vielleicht ein ganz normaler Bandit gewesen ist. Das wäre dann nämlich richtig bitter. Ein ganz normaler Bandit hat sie gekillt und hat ihr Haus angezündet. Und dann ärgern sich jetzt eine ganze Menge Leute förmlich schwarz. Genauso wie Mira, weil sie verbrannt ist. Okay, tut mir leid, das war böse. Aber im Prinzip ja. Oh, warte, ich sehe was, was du schon lange gesehen hast und es ist schwarz. Nämlich alles hier, weil es verbrannt ist. Hier ist noch ein Dach. Hier kommt man rüber. Dachte mir schon, hier muss man bestimmt nach oben, weil hier ist auch so ein Brett, was quer rüber geht. Es leitet mich. Sehr gut, ich habe alles entdeckt. Nämlich nichts. Und jetzt? Sollte mich hier noch irgendwas auffallen? Ist hier noch irgendwas anderes? Oh! Das ist mir gar nicht... Lag das schon die ganze Zeit da? Oh mein Gott, ist das peinlich. Verbrannte Abschrift, hallo? Ich konnte nur diese verbrannte Abschrift von Rea Miros Büro finden. Ich sollte von ihrem Tod berichten. Oder habe ich das Ding runtergestupst, als ich vorhin hochgerannt bin? I don't know. Wie sieht das aus? Kann man da noch irgendetwas erkennen oder ist die Sache endgültig erledigt? Nein, okay, es wird mir hier gar nicht aufgelistet, all unter Rea Miros verbrannte Abschrift. Ja, da ist es da ganz unten unter sonstigen Gegenständen. Gut, zu wem soll ich jetzt? Zu Radmer in Bravel. Alles klar. Mache mal. Ist kein Problem. Nee, das ist Bruma. Bruma und Bravel verwechsle ich so oft. Ich weiß ganz genau, wenn man mich fragt, ja, was ist der optische Unterschied? In Bruma schneit's immer. Das ist die Stadt ganz oben. Aber irgendwie, immer wenn ich auf der Karte nachgucke, verwechsle ich das. Also, yeses, aber andauernd. Geh nach Bravel. Okay, ganz nach oben. Nein! Und Bruma war einfach irgendwie die markantere Stadt für mich und deswegen immer, sobald es um eine der beiden Städte geht, dann tendiere ich immer automatisch nach oben, nach Bruma. Und er ist auch tot. Nein, nicht? Okay. Why the glum face? Sie ist tot. Arson? But who? Who would... That damned
book. Some of the collectors were impatient, but this is downright desperation. Thank you for returning to tell me this. I will handle Miro's affairs and alert the authorities. I'd best get going. Ich frag mich, ob das irgendeine konkurrierende Gilde zur Archäologie-Gilde ist, weißt du? So die Archäologie-Gilde? Die Leute, die einfach nur sehr neugierig sind und gerne mehr erforschen möchten. Und eine andere Gilde, die auch sehr neugierig ist, aber die versteckten Kräfte, die wahrscheinlich irgendwo im Spire stecken, für sich ausnutzen will. So, Verus, ich komme kurz zu dir zurück. Ich habe leider keinen positiven Bericht für dich. Ich habe so einige Dinge in Erfahrung gebracht. Kannst du fortschmeißen, das Teil? Nutzlos! Fuck! Vero, Tief ist noch nicht wieder da, okay. Ich noch... Warte. Die Geode stand das letzte Mal hier. Hast du umgeräumt? War dir langweilig? Die Geode steht noch an ihrem Platz. Wieso hat die sich umgedreht und steht jetzt da? Ich bin verwirrt. Ich nehme einfach mal an, dass das so sein soll. Ein paar Raumumdekorationen. Dekorationer. Dekorationas. You want to see me? Yep. Hallo. Did you obtain the transcript? I want to see you. Es gab aber einige Probleme. The scribe's office was burnt down? Ja! Unscrupulous collectors have always made life difficult for us. But this is beyond the pale. Were you able to find any clues as to who this arsonist might be? Ich habe das hier gefunden, ein Stück Papier. In a pile of burning rubble? Hand it here. This is certainly the transcript of Runes of Cyrodiil, but it's badly burned. I think I can still make something of it. Let's see if our mysterious glyph is referenced anywhere in here. Meine Belohnung? I have just the thing for you. Take this key to this black case A. Sogar A? Oh mein Gott! Die mysteriöse Glyphe, konntest du was herausfinden?